Und daher erlaubt die Ahlus Sunnah, dass man sagt, ana mu'min, insha'Allah. Ana mu'minun, insha'Allah. Das ist kein Zweifel im Iman. Denn die Al-Mashi'a wird nicht nur für die Zweifel verwendet. Oder versteht man daraus Zweifel? Als Allah Ta'ala seinen Propheten die Eroberung Mekkas versprach, dass sie Mekka eintreten werden, betreten werden, was sagte er dann? Na'am, latadkhulunna al-masjid al-harama insha'Allah, aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ihr werdet insha'Allah das Masjid al-Haram betreten mit rasierten Köpfen und gekürztem Haar. Was heißt insha'Allah hier? Zweifel? Ist kein Zweifel. Von daher, die Ahlus Sunnah erlauben das, dass man insha'Allah sagt, einer Mu'min insha'Allah, man meint damit die Vollkommenheit des Imans. Um die Vollkommenheit auszuschließen. Denn wer zu sich selbst sagt, einer Mu'min, das ist eine Form des Selbstlobes. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, sagt Allah Ta'ala, und klärt euch nicht selbst für rein, geläutert, vollkommen, dass man vollkommenen Iman hat. Na, dieser Begriff oder diese Aussage einer Mu'min insha'Allah, dass das Kufr ist, das ist nicht richtig. Na, diese Aussage kommt von denen, die sagen, der Iman kann sich weder vermehren noch verringern und er eine Einheit darstellt. Und wenn er darin zweifelt, dann zweifelt er an seinem Iman. Deswegen, diese Aussage ist nicht richtig. Und man muss, wenn man Aussagen über den Takfir liest, muss man auch wissen, wer diese Aussage getätigt hat und warum er sie getätigt hat. Manche freuen sich immer, wenn sie irgendwas finden, wo über den Takfir die Rede ist, sie freuen sich sofort, hat was gefunden. Ich sage das nicht, um den Takfir gering zu reden oder dass er keine Grundlage, das meine ich nicht. Aber ich meine, dass manche Leute sich, es ist so, als ob sie Magnete sind dafür. Sie ziehen nur alles an, was darüber handelt. Ich habe mal mit einem gesprochen, jemand aus diesem Lager, und da hat er die Aussage von Ibn Khuldun gebracht. Ibn Khuldun ist euch bekannt? Ibn Khuldun sagte, wer sagt, ana mu'min insha'Allah, der ist ein Kafir. Und er hat sich damit mit dieser Aussage gebrüstet, ohne zu wissen, auf was diese Aussage beruht, ja, den Asl dieser Aussage. Worauf beruht denn die Aussage derer, die diese Auffassung sind? Sie hat etwas mit dem Iman zu tun, mit der Beschaffenheit des Iman. Und wie ihr wisst, die Ahlus Sunnah sind sich darüber einig, dass der Iman nicht eine einheitliche Beschaffung hat, dass er ein Komplex ist, das zunehmen und abnehmen kann. Oder? Ist es der Iman selbst, also der Tasdir, der zunimmt und abnimmt, oder bedeutet die Zunahme einfach die Zunahme seiner Früchte im Sinne der Handlungen, der Aussagen? Oder kann auch der Tasdiq selbst, also der Tasdiq bedeutet, an den Wahrheitsgehalt einer Sache zu glauben, zu bestätigen. Das ist nämlich die sprachliche Bedeutung. Die sprachliche Bedeutung des Wortes Al-Iman Al-Tasdiq. Al-Azhari, ein Sprachgelehrter, ich glaube aus dem 4. Jahrhundert oder 5. Jahrhundert, er sagte, es gibt den Konsens der Ahlul Ilm, dass das Wort Al-Iman sprachlich Al-Tasdiq bedeutet. Also an den Wahrheitsgehalt einer Sache zu glauben. Zu glauben, dass etwas der Wahrheit entspricht. Das ist der Tasdiq. Deswegen sagten die Ikhwa von Yusuf, als sie ihren Vater belügen wollten, was sagten sie denn, nachdem sie die Geschichte erzählt haben? Was heißt das? Was heißt das? Ja, du wirst uns,
Du wirst nicht an den Wahrheitsgehalt oder an die Wahrheit unserer Aussage glauben.